Hi Leute, willkommen zurück zu Westeros Total War mit House Baratheon von Königsmund und mir, dem Yannick. Und heute geht's weiter. Wir müssen ein paar Schlachten schlagen. Was mir aber gerade eben aufgefallen ist übrigens, dass die ja hier auf der Brücke stehen und das nicht so cool ist, gell? Da müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben hier. Vielleicht greifen wir auch erstmal gar nicht an hier oben und warten mal ab. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, indem wir eine Runde in diesem Part beenden. Vielleicht erstmal gescheiter, als wenn wir da jetzt eine Brückenschlacht schlagen, die wir zwar vielleicht schon gewinnen könnten oder ziemlich sicher gewinnen, aber ich bin mir da immer nicht so sicher. Lieber greift der mich an oder geht runter von seiner blöden Brücke. Das ist mir schon angenehmer, muss ich sagen. Oh, wir werden von Haus Martell jetzt schon angegriffen. War das jetzt schon die letzte Runde? Ja klar, natürlich war das schon die letzte Runde. So, ihr neuer Anführer, nachdem wir die letzten 3 Jahre oder die letzten 2 davor auch schon jeweils in der Schlacht besiegt haben, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen uns das an. So. Schauen wir mal, was das gibt. Also so schlecht scheint die Truppe da gar nicht zu sein, die er da in dem Fort noch hat. Aber trotzdem bin ich da relativ frohen Mutes sozusagen, dass wir das hinbekommen. So, jetzt beeilen wir uns mal so ein bisschen natürlich, müssen wir machen. Den stellen wir uns mal dahin. Den bewegen wir uns da mal schnell hin. So, ich denke, ganz so im Zeitstress sind wir dann auch wieder nicht. So, das heißt, wir können uns schon aufstellen, bevor unser Gegner uns hier angreift. Und das ist ja schon mal eigentlich die Hauptsache. Und auch sehr wichtig. Ja, geschworene Söldner, Reiter und ein Leibwächter kommt schon raus aus der Provinz. Aber mehr auch noch nicht. Vielleicht stellen wir uns mal noch ein bisschen breiter auf. Solange wir noch Zeit haben. Warum die sich hier gerade nicht bewegen, verstehe ich auch nicht so ganz. Jetzt bewegen sie sich wieder. Haben wahrscheinlich auf irgendwas gewartet. So, unsere Fernkämpfer feuern schon. Wir haben überall den bewachen Modus drin. Gut, das ist schön. Ja, auch die Armee natürlich, hier sind wieder sehr gute Truppen, aber ich denke, wenn wir die Armee jetzt besiegen, dann ist es tatsächlich die letzte Armee von denen, die irgendwo rumspringt und dann müssen wir nur noch Garnisonstruppen besiegen. So, so viele Leute, wie wir hier jetzt gerade schon töten. Schade, dass wir auch hier wieder keine Artillerie dabei haben oder so. Da hätten wir gerade bis jetzt einen netten Treffer erringen können. Oder zwei oder drei oder vier. Solange die sich da so an dem Tor getummelt haben. So. Dann warten wir mal ab, bis sie uns hier angreifen. Und es kommt zum ersten Angriff. Speerträger hier drüben, okay. So. Dann greifen wir hier gerade mal mit unseren geschworenen Schwertern an, gegen die Kriegsknechte und werfen hier weiter unsere tödlichen Seefeuer. Dinger rein, wie auch immer die immer jetzt nennen wollen. Keine Ahnung. Seefeuergranaten nennen wir sie einfach mal so. Eigentlich sind es ja Granaten. Das sind ja die Animationen und so weiter von diesen Nafatun. Habe ich glaube ich schon ein paar Mal jetzt gesagt. Das sind geschworene Söldnerreiter. Moment. Und jetzt Charge.
Das war jetzt auch nicht so schlau hier gerade. So, dann hoffen wir mal, dass wir die besiegen können. Jetzt zieht er sich hier erstmal zurück. Oder doch nicht. Und solange er hier nur so dumm rumreitet, können wir einige von seinen Leuten killen. Jetzt greift er wieder an. Moment, dann reiten wir mal hier gerade rum. Und nehmen hier mal unsere Fernkämpfer und schießen auch mal auf die geschworenen Söldner. Ups, das wollte ich gar nicht. Ihr greift natürlich da an. Ihr greift nicht hier an. Ihr werft da eure Dinger rein. Aber ihr und ihr könnt mal da angreifen. So. So. Uiuiui. Hier wird es natürlich gerade echt stressig ein bisschen, wenn sie hier durchbrechen, dann haben wir ein großes Problem. Aber deswegen greifen wir auch hier mal so an. Ich glaube, meine Kavallerie, der General ist da hinten, das ist gut. Das heißt, da haben wir nicht so den Stress gerade. Nehmen wir hier gleich nochmal zwei weitere Einheiten mit rein. So, und die sollten hier eigentlich schon flüchten. Ah ne, die freien Soldaten kämpfen sogar noch. Interessant. Aber sie werden auf jeden Fall ziemlich niedergemacht gerade. Und jetzt haben wir ja hier auch noch so ein bisschen was an Fernkämpfern. Also die Einheiten jetzt hier, die zwei, die dürfen auf Nymerias Streiter mal schießen. Was haben wir denn hier noch drin stehen? Die Einheit vielleicht auch noch. So, und die sind jetzt eigentlich so gut wie fertig da drüben, glaube ich. Ja, Befehle ausgeführt, kam jetzt die Nachricht. Jetzt müssen wir uns hier jetzt mal am Zentrum so ein bisschen bereit machen für den Angriff. Und dann chargen wir hier mal rein. Den halten wir mal kurz an. Die haben das gerade irgendwie nicht so ganz auf die Reihe bekommen, hier mal einen vernünftigen Angriff durchzuführen. Schade. Und da kommen die Nymerias Streiter, da müssen wir uns jetzt mal kurz zurückziehen. Aber hier sieht es so aus, als würden einige Einheiten flüchten. Nehmen wir hier mal die Einheit rein und die schicken wir mal hier rüber so ein bisschen. Und dann schießen wir mal mit unseren gesamten Fernkämpfern auf die Nymerias Streiter. Dann können wir hier die flüchtenden Truppen angreifen. Das war sehr wichtig, dass wir jetzt hier so einen Fortschritt gemacht haben und diesen Charge hier anbringen konnten. So, jetzt können wir hier gerade mit der Kavallerie nochmal angreifen. Wie gesagt, unsere Fernkämpfer alle auf die Nymerias Streiter. Jetzt ziehen wir uns hier mal ganz kurz mit der Kav zurück, bevor diese Waffenknechte hier kommen und Nymerias Streiter auch noch. Ja, fast ein bisschen zu spät gewesen. So, und jetzt greifen wir hier nochmal an, hier oben. Beziehungsweise rein theoretisch können wir auch hier mit einer Einheit Kaff hier unten mal weiter angreifen. Und wir marschieren auch hier so weiter. Die Sandschützen sollten da relativ schnell fallen. Auch diese Waffenknechte sollten da ein psychisches Problem kriegen, wenn sie hier so eingequetscht werden. So, dann nehmen wir hier gerade mal auch nochmal eine Einheit geschworene Schwerter. Kämpfen hier gegen diese Waffenknechte. Hier, wie gesagt, aua, um sterben. Aua. Jetzt müssen wir uns hier mal gerade umdrehen. Müssen mit den zwei Einheiten mal hier rüber rennen. Hier in die Richtung, mit denen greifen wir hier an. Das ist relativ eklig jetzt, weil wenn der gegnerische General uns hier angreift, ich habe den einfach nicht gesehen. Aber ich glaube, unsere Piken bekommen das ganz gut hin. Indem man jetzt hier die Leibwächter angreift. Gleichzeitig flüchten wir hier.
den Armbrustschütz mal hier rüber. Die greifen aber gleichzeitig auch hier an. Unsere Piken machen hier einen guten Job und jetzt können wir das Ganze noch beenden mit unserer Kavallerie. So, und greifen hier an. Jetzt können wir auch hier wieder die Reihe wieder normal hinbringen und können hier mal Nimerias Streiter angreifen. So, und die Armbrustschützen stellen wir mal nach da oben. Diese drei Einheiten Armbrustschützen hier übrigens sollten immer noch hier die Nimeria Streiter eigentlich angreifen ursprünglich. Wobei die Frage ist, ob sich das Problem jetzt vielleicht gleich von selber löst. Können auch einfach mal hingehen und hier noch diese Truppen hier rüberbringen und da auch mal noch reinwerfen mit denen. Sie muss hier mal gerade zurückgreifen, hier die Kriegsknechte an. Ach, okay, ich habe gerade gesagt, das wäre mein Gegner, mein General gewesen. So, und jetzt können wir die Schlacht auch beenden. Haben 345 Mann verloren. War natürlich schon eine Stange an Leuten, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es gut ist und gut in Ordnung geht. Dadurch, dass es auch wirklich eine große, starke feindliche Armee war. Ja, genau. Dann können wir nämlich jetzt gleich die nächste Belagerung vornehmen. Ja, natürlich Haus Martell. Der Sommer ist zurück. Wunderbar, Leute, es ist wieder Sommer. Dadurch sollten eigentlich unsere Städte wieder wachsen. Mehr. Ja, tun sie auch. Seht ihr, überall gibt es mehr Wachstum mittlerweile. Und wir können auch mal hier noch diese Farm ausbauen. Jetzt bin ich gerade am Durchgucken mal, wo es noch nicht so läuft mit der Wirtschaft. Okay. Warenlager können wir hier zum Beispiel noch bauen. Mit dem Wachstum meine ich. Können wir hier auch irgendwas noch für das Wachstum tun? Irgendwie nicht. Na egal. Hier jetzt auch nicht. Hier können wir. Mal das hier ausbauen. Und das hier ausbauen. Jetzt investieren wir einfach mal wieder so ein bisschen, Leute, in irgendwelche Gebäude. Ja, vielleicht gehe ich hier einfach mal tatsächlich noch hier oben auch noch. Ah ne, hier brauche ich es ja gar nicht gerade. Da passt es. Ich will eigentlich nie diese 6000er Dinger hier bauen müssen, weil die sind mir immer ein bisschen zu teuer. Das Warenlager können wir hier mal bauen. Die Mühle können wir hier bauen. Dann können wir jetzt hier mit den Steuern auch hochgehen. Und zumindest auf einen hohen Steuersatz mit dem Ganzen und rekrutieren einfach mal hier ein bisschen was an Garnisonseinheiten. Und dann können wir da auch mit auf einen sehr hohen Steuersatz gehen. Mit der Zeit, ja, das sollte jetzt eigentlich in Ordnung gehen. Nächste Runde sollten hier schon genug Einheiten gebaut sein, damit wir das machen dürfen. Hier können wir fortbilden noch was, cool. Auch das Warenlager können wir gerne bauen. Das würde mich mal interessieren, was bringt denn hier dieses Gebäude? Praktisch nichts. Okay, gut. Dann halt nicht. Grautal. Können wir mal die Steuern ein bisschen erhöhen. Ups. Jetzt auf sehr hoch nicht unbedingt, glaube ich, aber zumindest mal so weit auf einen hohen Steuersatz. Und dann können wir auch uns hier übrigens mal überlegen, wenn wir hier mal so ein bisschen was bauen. Hier gibt es ja auch noch einige Einheiten, die gar nicht so scheiße sind, die wir vielleicht noch irgendwo anders hinstellen können. Hier bauen wir mal den Leuchtturm aus, ins Warenlager. Moment mal kurz, wie sieht es denn? Ja, die Kirche können wir hier auf jeden Fall bauen. Hier brauchen wir keine. Genau, bauen wir das mal alles aus. Klauenfeste brauchen wir nichts. Drachenstein. Passt das eigentlich gerade momentan auch? Diese ganzen Warenlager und so weiter, das sind ja nur Gebäude, die geben während der Sommerzeit in dem Spiel hier immer nur Kohle. Beziehungsweise, nee, nicht Kohle, sondern Bevölkerungswachstum danach eigentlich nicht mehr. So, machen wir das hier auch mal. So, und was haben wir hier jetzt noch? Hier können wir das Warenlager auch mal ausbauen.
Kann dann vielleicht mal den Steuersatz auf hoch anpassen, das sollte passen dann. Warenlager auch hier. Königsmund. Hoher Steuersatz, sehr hoher Steuersatz. Jetzt kriegt man hier einiges an Geld raus aus der Provinz. Es würde mich hier mal gerade auch noch interessieren, ob sich hier solche Gebäude zum Beispiel lohnen. Ja, nicht unbedingt. Aber die Mühle können wir zum Beispiel noch bauen. Da gibt es noch mehr Bevölkerungswachstum. Ja, okay. Hier unten. Driftmark können wir gerade nichts tun, gell, für die Provinz. Liegt es an dem General zufälligerweise? Ja, es liegt an dem General. Dann schicken wir den mal raus. Hier auch ein Warenlager in die Produktion geben oder in den Bau geben. Hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt so viel tun. Hohen Steuersatz können wir einstellen, das ist wunderbar. Hier brauchen wir auch nichts. Hier können wir auch nichts, besser gesagt. Hier können wir das Warenlager bauen. Auch hier können wir ein Warenlager bauen. Söldner Gesetze können wir hier mal ausbauen, das ist auch cool. Bauen wir die mal aus hier. Eigentlich können wir auch mal solche Gebäude wie hier die Armeestelle ausbauen und den Schießstand, wobei den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ups, das hier und den schweren Rüstungsschmied können wir mal bauen. Hier brauchen wir nichts. Hier jetzt auch nicht unbedingt. Hier können wir mal das hier ausbauen und das hier. Alles, was Bevölkerungswachstum gibt, ist immer insgesamt auch mehr Geld. Klar, ich möchte auch natürlich auf die hohen Steuern setzen, so ein bisschen, aber es ist auch immer so, umso mehr die Bevölkerung wächst, umso mehr Geld gibt es halt eben auch. Ist ja auch klar, logisch. Sollte eigentlich logisch sein. So, dann nehmen wir hier auch mal den sehr hohen Steuersatz rein und rekrutieren dafür mal noch zwei Einheiten als Garnison. So, hier brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt noch was bauen. Könnten. Ja, was weiß ich, noch ein Künstlerstudio hier unten bauen. Das würde noch passen. Hier bauen wir mal noch das Warenlager aus. Hier bauen wir auch das Warenlager aus. Und auch hier, was bauen wir hier aus? Noch vielleicht die Mühle können wir noch reinsetzen. Ist auch gut. Und hier geht leider gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Eigentlich nur noch das. Und es wird nicht reichen unbedingt, um hier auf einen positiven Nenner zu kommen. Was das Bevölkerungswachstum angeht. Isenwald, auch ganz interessant natürlich. Söldnerverträge könnte man hier bauen, brauchen wir aber jetzt auch erstmal nicht. Wie waren das jetzt hier nochmal? Das gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel Plus. Ne, gibt's nicht. Dann lassen wir das hier auch erstmal, so wie es momentan ist. Ja. Himmelshöhe, bauen wir mal hier das hier aus. Das hilft schon mal ein bisschen. Hier unten haben wir dann nichts mehr. Hier haben wir noch einige Provinzen. Ist ja auch ab und zu mal so ein bisschen wichtig, dass wir hier das auch mal machen, dass man so ein bisschen die Gebäude ausbaut und so weiter. Ich meine, seht euch das mal an. Wir können jetzt hier in Alsace auch hoch mit dem Geld oder mit der Besteuerung. Das ist ja wirklich, wirklich gut für uns auch. Nur weil jetzt wieder Sommer ist. Also, ihr merkt, Sommer kann einiges ändern in dem Spiel. Haben wir hier noch irgendwas, was wir bauen können? Außer dieser Fruchtfolge. Ach komm, bauen wir die hier auch mal noch. Wir haben ja gerade eigentlich relativ viel Geld. Wobei wir jetzt einfach mal geschwind so 70.000 ausgegeben haben. Das muss man sich auch mal geben. Das Warenlager können wir hier noch ausbauen. Und diese Hühnerlandwirtschaft können wir auch ausbauen. Ich hoffe, ich habe jetzt nirgends irgendwie das mit der Hühnerlandwirtschaft so ein bisschen vergessen oder so. Rosengarten, dass man die hätte irgendwo noch bauen können und ich hab's nicht.
Dann bauen wir hier mal einfach einen Rüsthof und eine Rüstungsfertigung. Oh, hier cool, Schwertmeister aus Großhall, die sind gut. Nehmen wir die auch mal mit rein. Und die Fruchtfolge brauchen wir hier nicht. Hier brauchen wir auch nichts. Da oben können wir. Das können wir hier noch ausbauen, eigentlich gerade auch nicht so wahnsinnig viel. Zumindest mal auf den hohen Steuersatz können wir gehen. Bauen wir mal noch hier das aus. Ja, hier brauchen wir jetzt nichts. Oh, hier können wir noch ein bisschen was ausbauen, fällt mir gerade so auf. Und wetten, das gibt hier auch noch mal einiges an Geld. Ja, die Straßen bauen wir auf jeden Fall noch aus. Aber davor vielleicht die Fruchtfolge wegen Bevölkerungswachstum. Mehr gibt es hier dann auch nicht zu tun. Genau, können hier mal auf hohen Steuersatz setzen. Sternsang. Können wir noch die Fruchtfolge ausbauen. Steintal brauchen wir nichts. Und dann sind wir auch schon durch. Hat jetzt wahrscheinlich schon eine Weile gebraucht, ganz klar, aber trotzdem. So. Dann würde ich sagen, was machen wir jetzt hier weiter? Wir können hier. Ach, hier stehen sie wieder so doof auf so einer dummen Brücke. Stellen wir uns hier mal hin. Hier oben. Oh. Hier wird es unter Umständen bald relativ lustig. Wir brauchen dann wirklich beide Armeen, falls der uns hier mit angreift, glaube ich. Dann gibt es hier oben bald eine wichtige Schlacht im nächsten Part wahrscheinlich. So. Dann beende ich jetzt mal noch eine Runde. Mal schauen, was jetzt hier so passieren wird. Oh ja, Langtafel hat gerade ein Problem mit der öffentlichen Ordnung. Da muss ich gleich mal nochmal reingucken. Wenn wir können, aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt erstmal von weißen Wanderern angegriffen werden. Ah ja, hier zum Beispiel. Ja, die Schlacht muss man eigentlich schon schlagen, wegen den ganzen Truppen hier. Aber ich schaue mir das mal an. Vielleicht können wir es ja auch auswürfen lassen und verlieren jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, aber zur Not schlagen wir es halt einfach im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ciao, Leute.